demonstrieren, wenn mit Stuttgarter Dienstwagen und mit Stuttgarter Plakaten hier Wahlkampf gemacht wird. Das stößt den Leuten hier wirklich auf, weil diese Verhältnisse wollen die Karlsruher nicht. Das ist mein Erlebnis und mein Erleben auf der Straße bei den Bürgern. Und deswegen, die Karlsruher haben zu Recht ein gutes Selbstbewusstsein und wir sind eine stolze Stadt. Und deswegen gibt es hier eine eigene Wahlentscheidung und darauf vertraue ich. Also, dass ich mit einem Dienstwagen mit Stuttgarter Kennzeichen herumfahre, das liegt an meinem Job als Staatssekretär. Wir hätten auch die Möglichkeit, immer entsprechende andere Nummernschilder uns zu besorgen. Ich halte das aber für albern. Es ist ein Dienstwagen der Landesregierung und die ist nun mal in Stuttgart. Auch wenn das sicher vielen Karlsruher nach wie vor schwer fällt. Das weiß ich, ist ja auch völlig in Ordnung. Wenn wir es ändern können, würden wir es gerne ändern. Das ist sicher richtig, aber das jetzt in so einen Kontext zu stellen, das halte ich schon für aberwitzig. Interessant wäre ja auch, ihn zu fragen, warum er oder wie er das denn mit der namentlichen Abstimmung heute im Bundestag gehalten hat. Fragen wir doch. Ja, die Kanzlerin hat Verständnis dafür, dass hier der Wahlkampf ganz wichtig ist. Es ist besprochen und von daher hat jetzt Karlsruhe die nächsten 10 Tage Vorrang. Herr Mentrup, Ihre Aufgabe im Wahlkampf war es, ist es, Ihr Gesicht bekannt zu machen?